Moin Moin und hallo, willkommen zusammen zu einer weiteren Folge LS22 Forst. Ja, länger ist her, Forstprojekt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch dran, das ist beim letzten Mal ja so ein bisschen schief gegangen. Texturproblem sage ich dazu nur. Aber ich habe jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen neu angefangen, beziehungsweise es ist ein ähnliches Savegame. Ja, und dieses Savegame werden wir dann jetzt hier wieder weiter nutzen. Forstwirtschaft. Also für Forstwirtschaft so rum. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Irgendwo sollen jetzt hier Holzbretter sein. Sind das die hier drüben? Ah, das sind meine Holzbretter. Joa. Was habe ich denn jetzt hier alles bestellt? Einen Auftrag gegeben. Holzbretter. Lange Holzbretter. Das muss ja alles dann weg. Fertigwände und das hier. Hier ist noch ein bisschen Platz. Da ist auch noch ein bisschen. Aber das hier ist alles voll. Ja, okay. Also ich habe dafür schon ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich ranfahren. Irgendwie. Mal schauen. Und dann lade ich das Ganze auf. Und was wir da draus machen, das zeige ich euch dann, glaube ich, in den nächsten Folgen. Das heißt, das Schild umgelegt. Na gut. Okay, ich glaube, ich bleibe jetzt hier so stehen. Und dann tappe ich mal jetzt kurz. Da war es gewesen. Und dann machen wir das Ganze mit dem Kubota. Einmal aufladen. Schauen wir mal, was wird. Eigentlich könnt ihr es euch vielleicht schon denken, ich hatte das damals schon als Ziel gehabt, mir sowas zu bauen. Jetzt machen wir es wirklich. 18 km/h. Oh nö. Och nö. Der fährt ja wirklich richtig langsam. Aber sieht gut aus. Ja, ich habe jetzt hier nochmal alle DLCs, glaube ich, drin, die es eigentlich bisher so gibt für den Landwirtschaftssimulator 22. Denn, ehrlich gesagt, es sind ja nur noch 3 Wochen bis zum 25er, dann ist das Ganze hier im 22er gegessen. Und ich habe da ja euch dieses eine Ziel eben noch genannt gehabt, was ich im 22er vorhab. Und deswegen, das muss ich jetzt einfach nochmal probiert haben. Bevor wir dann in den 25er wechseln. So. Aber so langsam wie der fährt, ne? Ich glaube, ich muss gleich nochmal einen Cut machen. Es dauert das ja ewig. 18 km/h. Einfach nee. Stell dir vor, da sagt der Chef dann, fahr bei den Kubota, wenn du mit dem fertig bist am Hof, hast du Feierabend. Aber bei 18 km/h, 15 Kilometer hast du zu fahren, ne? Ist nochmal gut eine Stunde unterwegs. Na gut. Das Ganze ist übrigens wieder auf der Silver Run Forest. Also der Forstkarte überhaupt. Die es jetzt von Giant Software gibt. Mit dem, ich glaube, Platinum DLC war es gewesen. Ja, genau. Dann fahren wir mal dahin. Aber ich glaube, ich mache jetzt einfach mal kurz einen Cut. Und wenn ich dann da bin, geht's weiter. Weil ich glaube, das ist nämlich doch noch ein ganzes Stückchen hin. Deswegen, ja, kurzer Cut. So, nachdem ich dann jetzt mal 10 Jahre noch gefahren bin, haben wir dann das Ziel erreicht. Ach komm, ich warte jetzt nicht ab. Muss er mir halt hinterherfahren. Schön, wenn man über die Nachrichten kriegt, während ich hier aufnehme. Das ist ganz toll. Wirklich. So, ob ich
ich jetzt hier besser komme, wenn ich hier gleich rüberfahre? Vielleicht. So, und dann lade ich das Ganze jetzt nämlich gleich in den LKW ein. Die ganzen Bretter und schnell Nachricht. Ich bin doof hier gleich. Nicht mal in Ruhe aufnehmen kann ich hier. So. Da haben wir also doch. Ich glaube, ich fange einfach in der goldenen Mitte an. Ich konnte das ja mal im 19er in der Innenansicht. Und ich versuche das jetzt auch heute in der Innenansicht hier zu machen. Zack. Haha, so. Mal sehen, wie gut ich jetzt hier wirklich in der Innenansicht fahren kann. Wie gesagt, im 19er gab es ein Video von mir, da konnte ich das wirklich komplett in der Innenansicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Da bin ich auch mit Paletten durch die Gegend gefahren und dann zack, 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 zack. Aber wirklich alles schön aus der Ego-Perspektive. So. Normalerweise, ich hätte jetzt ja schon mit dem Drang, kurz in die Außenansicht zu gehen, um zu schauen, ob ich jetzt hier gut stehe. Ich muss das einfach mal machen, kurz. Denn ich krieg das ja... Wieso? Ist das jetzt hier die Physik, die schon wieder nicht hinhaut? Och nö. Oh nö. Es gibt immer so Momente im Landwirtschaftssimulator, da frage ich echt. Ja, ist doch wirklich. Starker Bauer. Starker Bauer. Das sind so Bugs, die sind so richtig nervig. Klar. Ist logisch. Macht dir total Sinn. Ach komm, ey. Zack. Da will man das einmal realistisch machen. Nix. Nix. So. Okay. Vielleicht sind das ja so Fehler, die im 25er dann behoben sind. Habe ich hier nicht gerade die goldene Mitte weggenommen? Aber ich glaube, ich habe so viele Paletten vorbereitet. Die kriege ich so schnell gar nicht weg. Naja, gut. Und wo müssen die eigentlich hin? Mal so als andere Frage. Weil ich habe zwar das Ziel im Kopf, was ich damit vorhabe, aber ja, Tatsache, die spawnen sofort wieder neu. Oh nee, das wird ja hier gleich noch ein ganz großes Highlight. Na gut. Dann sehen wir jetzt die nächsten Folgen wohl. Nee, ist klar. Und drin bleiben, drin bleiben, drin bleiben, drin bleiben. So geht's. Ich versuche das jetzt hier nochmal ganz kurz ein bisschen zu korrigieren. Jawohl. So, perfekt. Ich wollte das zwar eigentlich aus der Innensicht aufladen, aber ihr seht schon, es geht diesmal nicht so ganz. Leider. So, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Okay, wir haben noch ein bisschen Aufnahmezeit. Mal kommen diese 15 Minuten immer so kurz vor. Heute ist es ja so, wo ich mir denke, noch keine 15 Minuten erreicht. Aber klar, ich habe ja so ein bisschen rausgekattet. Beziehungsweise ich werde dann so ein bisschen rauscutten, damit wir jetzt hier nicht dieses Fahren mit diesem Kubota sehen, weil der ist halt wirklich langsam. Ich dachte, der wäre ein Ticken schneller. Naja. Ich kann ja den hier machen. Ob das dann besser geht? Wenn ich das so ein bisschen breiter einstelle? Ne? Wirst du wohl.
Ach, das kannst du dir nicht ausdenken. Plopp. Du bleibst. Du bleibst dran. Es sind aber so Momente, wenn ich die jetzt hier so sehe. Wird einem gleich ganz komisch. So. Rückwärtsgang. Ich knall das jetzt oben drauf. Wieso sollte ich denn immer nebeneinander, wenn ich es doch auch oben drauf dann stapeln könnte? Die Idee ist gut. Ab in die Höhe. Bleib da drauf. Hab ich mir gedacht. Zack. Passt. Und es werden nicht weniger. Es werden wirklich nicht weniger Paletten. Deswegen, ich muss das jetzt, glaube ich, anders stapeln. Sonst wird das ja hier nichts. Aber wenn ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt, schreibt das unbedingt mal in die Kommentare. Weil ich habe hier gerade echt Bock dran. Aber das ist auch immer so eine Sache. Ob euch das denn gefällt. So. Weil letztendlich für euch ist natürlich jetzt gerade nur ein Typ fährt mit dem Rad da rum. Nee, ist es jetzt im Augenblick gerade nicht. Sind das denn jetzt schon weniger geworden? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ich nehme jetzt nochmal die goldene Mitte. Und wir nehmen auch nur eine Palette. Zack, wieder eine gespawnt. Ja, ach, kannst du dich ausdenken. Das ist. Jetzt kommt mir gerade so richtig sinnlos vor mit dieser Aufgabe hier. Weil so schnell kann ich die ja gar nicht abarbeiten, wie die mir hier spawnen. So, und in der nächsten Folge, denke ich, werde ich dann auch ankündigen, was es denn hier wird, wenn es fertig ist. Oder ihr könnt es in den Kommentaren ja mal erraten. So viel sei gesagt, es wird was Großes und etwas, was Spaß machen soll. Ein Feature, was zwar eigentlich im LS jetzt nicht wirklich Sinn macht, aber es ist so ein Spaß-Feature. So, und ihr dürft jetzt mal in den Kommentaren dann raten, was es denn wohl sein könnte. Und wie gesagt, in der nächsten Folge oder übernächsten werde ich das dann auflösen. Plopp, ich hab's schon aus dem Augenwinkel gesehen. Plopp. Ach Mann. Ja, falsche Taste. Das war die Helfertaste. Nee, bleib mal schön da oben. Naja, gut, über das Stapeln an sich lässt sich diskutieren. Ob das jetzt gut aussieht, aber naja. Gibt ja immer so diese Menschen, die jetzt hier wahrscheinlich in die Kommentare schreiben würden, als ich könnte das schneller und besser. Ja. Aber wenn es dann darum geht, ja, dann mach's mal. Nee, keine Zeit. Gar keine Zeit. Kennen wir doch alle diese Leute. So. Wie sieht das jetzt aus? Wenn ich jetzt hier noch eine davor klatsche, könnte ich da ja auch noch mal was draufstellen. Ja, das war jetzt.
richtig schön hier ausnutzen, den Platz. Plop. Wie viel Holz ist denn da noch? Dass er so viel ploppt. Ja, es ist klar. Es ist klar. Ich habe zu viel vorbereitet hier. Ich war sehr fleißig. Und deswegen habe ich so viel Holz. Ganz fleißig. Das hat mich keine 10 Minuten meines Lebens gekostet, glaube ich. Diese Vorbereitung. Gut, so. Dann auch die hier noch oben drauf. Naja, kann man so machen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. In der nächsten Folge geht's hier weiter mit dem Aufladen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.